L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la culture, science and culture. Vor Tausenden von Jahren lebten Pfahlbauer an unseren Seen. Besteigen wir doch eine Zeitmaschine und reisen zurück in die Vergangenheit. Hallo? Ist da jemand? Oh, guten Tag. Guten Tag. Sie sind also ein Pfahlbauer? Pfahlbauer? Eine sehr grobe Bezeichnung. Unsere Lebensweise ist sehr vielfältig und hat sich während 4000 Jahren zusammen mit der Umwelt verändert. In welchem Zeitalter sind wir denn hier gelandet? Na, in der Bronzezeit. Bronze? Ja, Bronze. Aus Kupfer und Zinn stellen wir Bronze her und gießen daraus Werkzeuge, Waffen und vieles andere mehr. Und das da, ist das Ihre Familie? Naja, Familie. Wir gehören hier alle zusammen. Einige mehr, andere weniger. Aber Sie haben schon eigene Kinder. Ja, zwei, drei. Ah, da kommen die Kleinen gerade vom Viehhüten zurück. Ah, dann ist die Dame dort unter der Tür bestimmt ihre Frau. Aber nein, das ist eine Besucherin von Annette im See. Sie bringt uns einen Hasen mit, den sie vorher gejagt hat. Eine Jägerin? Ja, bei uns jagen die meisten in irgendeiner Form. So, nun machen Sie es gut. Wir sind hier am Arbeiten. Jetzt bin ich aber neugierig geworden. Reisen wir doch noch weiter zurück. Oh, jetzt hat uns die Zeitmaschine nochmals um 2000 Jahre zurückversetzt. Hallo? Sind Sie auch ein Pfahlbauer? Genau. Willkommen in der Jungsteinzeit. Jungsteinzeit? Ja, das können Sie zum Beispiel an unseren Häusern oder an unseren Pfeilspitzen erkennen. Diese hier sind aus Feuerstein. Sie waren wohl eben auf der Jagd? Nein, ich habe zu den Kindern geschaut, die sich mit den Hunden um unser Vieh kümmern. Gejagt haben wir im Frühjahr. Und was jagen Sie? Vor allem Rotwild. Manchmal auch Wölfe. Sogar einen Bären habe ich schon erlegt. Wirklich? Doch nochmals zu diesen Pfeilen. Nicht anfassen, das bringt Unglück. Ah, haben Sie die selber gemacht? Teilweise. Doch hier in der Gegend sind wir zurzeit eher Steinbeilmacher. Diese Pfeilspitzen hier sind besonders raffiniert. In Ihrer Zeit würde man dazu wohl Hightech sagen. Wir beschaffen sie uns auf der Südseite der Weißen Berge. So etwas wie Handel, schon während der Jungsteinzeit. Austausch, Beziehungen, Handel, nennen Sie es, wie Sie wollen. Sie wohnen offenbar hier am See, richtig? Sehr oft, jedenfalls. Und Sie sind von Beruf Fischer? Ja, auch. Aber wenn ich für ein paar Wochen in den Bergen wohne, so bin ich Jäger oder Hirte. Und wenn ich hier die Felder bestelle, so bin ich Bauer. Übrigens testen wir gerade eine neue Anbauweise. Wozu? Wir suchen immer neue Wege, unsere Ernährung jederzeit sicherzustellen. Und ja, ich bin auch Fischer. Wir passen uns den jeweiligen Bedingungen an. Wir auch. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Übrigens, wirklich schön gemacht, diese Einbäume. Danke. Das sind für uns auch wichtige Verkehrsmittel. Sie verwenden sie nicht nur zum Fischen? Auch zum Fischen, aber die Seen sind für uns vor allem auch die sichersten Verkehrs- und Transportwege. Überhaupt haben für uns die Seen und das Wasser auf vielen Ebenen eine umfassende Bedeutung. So, nun muss ich aber gehen. Nur noch schnell. Man hat da vor kurzem eine Tür gefunden in Zürich beim Bau eines Parkhauses. Diese da? Sehr schön. Ich glaube, ich kenne den, der sie gemacht hat. Also dann. Auf Wiedersehen. Und bleiben Sie dran. Die Forschung über uns, wie sagten Sie, Pfahlbauer, steht immer noch am Anfang. Wir haben Ihren Kindern noch viel zu erzählen.